Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass wir wieder im Advent mit Adventsgedanken unterwegs sind. Letzte Woche haben wir gesprochen, dass der Advent die Ankunft des Herrn bedeutet. Das heißt, Gott will kommen. Aber wenn er kommt, muss wirklich anders passieren. Wenn er wirklich uns begegnen will, dann soll uns schon einiges räumen. Und ganz besonders bringt der Prophet Jesaja ganz gut zum Ausdruck, was alles sein muss, wenn der Herr kommt. Ich lese mal kurz einen Text, was wir in allen katholischen Gottesdiensten am Wochenende in der ganzen Welt hören werden. Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbarte sich die Herrlichkeit des Herrn. Ja, was will dieser Prophet uns nahelegen? Was alles hügelig ist, soll runterkommen. Was alles unten ist, soll höher werden. Ich würde sagen, ja, alle Menschen dürfen alles haben. Ganz besonders, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie würden bestimmt zustimmen, dass die frische Luft ein Eigentum, Notwendigkeit und das Recht von allen Menschen und allen Tieren. Kein Mensch hatte das Recht, weder die Luft oder Wasser von den anderen wegzunehmen. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Ich habe gehört, bestimmt Sie auch, in den letzten Tagen, dass Brasilien zustimmt, dass tausende Quadratkilometer des Regenwaldes kaputt gemacht wird. Das heißt, alle Bäume von den tausenden Quadratkilometern werden geholzt, gefällt. Ah ja, wenn man das Land fragt oder das Oberhaupt des Landes, ah ja, das ist mein Wald, ich kann machen, was ich will. Hat er das Recht zu sagen? Dadurch, dass tausende Hektar Felder kaputt gemacht werden und dadurch die ganze Welt auch beeinträchtigt wird mit der frischen Luft, hat er das Recht zu sagen? Nein, er hat kein Recht auf die frische Luft, was die Menschen haben dürfen, auch wenn es in seinem Land diese Bäume stehen würden. Das ist genauso auch mit dem Wasser. Ich würde sagen, die Grundbedürfnisse der Menschen oder der Schöpfung, nämlich Wasser, Luft und so weiter und so fort, all das sollte eben ein Eigentum von allen Menschen sein. Dass ein Land, eine politische Größe, nicht das Recht haben darf, einfach in seinem Land oder in ihrem Land alles zu machen, was er oder sie will. Weil Gott eben nicht nur für die Brasilianer diese Bäume erschaffen will, sondern er hat erschaffen für die ganze Welt. Wir sind eben in einer Binnengesellschaft. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch naturmäßig, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das ist die Vision von dem Propheten Jesaja. Das heißt, alle Menschen haben das Recht, alles zu haben, ganz besonders um zu leben. Ein Mensch in einem tiefen afrikanischen Land oder in einem asiatischen Land oder in einem europäischen Land oder in einem amerikanischen Land oder ozeanischen Land hat das Recht, von den anderen zu haben und zu den anderen zu geben. Sie denken bestimmt, das ist irgendwie sehr marxistisch oder kommunistisch. Aber was gut ist, muss auch bleiben. Ich würde auffordern, dass all diese politischen Köpfe nicht so engstirnig
denken, dass sie nur in ihrem Tellerrand alles irgendwie schauen, sondern dass sie die ganze Menschheit im Blick haben. Deshalb finde ich außerordentlich gut, dass der Papst Franziskus immer wieder mahnt, dass wirklich die gesamte Welt die Verantwortung für die gesamte Welt nimmt, übernimmt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich würde mir wünschen, dass wir zuerst hier oder alle, die dieses Video sehen, doch diesen breiteren Blick haben für die ganze Welt, dass wir alle Menschen eben als unsere Schwestern und Brüder nehmen, dass wir in unserer Art und Weise helfen, dass irgendwo einem Menschen in einem weit fernen Land Gutes getan wird durch uns. Ich wünsche, dass der zweite Advent uns anregt, gerecht mit uns, mit anderen zu leben. Bis nächste Woche. Tschüss.